Was sind deiner Erfahrung nach die größten Fehler, die die Reiter im Umgang mit ihren Pferden machen? Das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass wir ja keine Menschen haben, die mit Pferde groß geworden sind. Es fehlt dieses ganze Wissen, wie Pferde reagieren. Es fehlt das Verstehen der Sprache der Pferde. Es fehlt das Verstehen, dass man nicht so das Pferd lesen kann. Und dementsprechend wird oft Missverständnisse vorhanden sein, dass die Menschen nicht verstehen, was die Pferde denken, fühlen, warum die so reagieren und dementsprechend versäumen zu reagieren, bevor es zu spät ist. Und dementsprechend werden die meisten Fehler, die wir sehen, die meisten Probleme, die wir sehen, ist ein Missverständnis zwischen Mensch und Pferd. Was sind deiner Erfahrung nach die wichtigsten Lehren aus deiner Arbeit mit den Pferden? Ich denke, dass Geduld und Weitsichtigkeit die beiden wichtigsten Fähigkeiten eines Ausbilders ist. Und das wird natürlich dem Anfänger nicht einfallen, dass er erstmal verstehen muss, wo er hin will. Weil heutzutage sehen wir viele Menschen, die wissen nicht, was die wollen, aber die wollen es jetzt. Und das ist immer eine schlechte Kombination. Deswegen dieses geduldige an einem Strang ziehen und sich immer in der gleichen Richtung bewegen. Und dass man sich Ziele steckt, nicht unbedingt um dahin zu kommen, sondern um sich in der Richtung zu bewegen. Ich denke, das ist eine gute Lehre von den Pferden. Dann ist eine ganz wichtige Sache für Pferde heutzutage, ist uns Menschen beizubringen, zu sein. Dieses im Moment zu sein. Wir können nicht gestern reiten, wir können nicht morgen reiten, sondern wir können nur jetzt reiten. Und dem Pferd begegnen und jetzt mit dem Pferd zusammen zu sein. Das ist für mich selber auch ein schwieriger Prozess gewesen, besonders da ich ja sehr viele Vorführungen geritten habe, wo man eher für die Kamera arbeitet, man arbeitet für den Zuschauer und vergisst wirklich mit dem Pferd zu sein. Warum macht man nicht gleich alles von Anfang an richtig? Oh ja, schön wär's, schön wär's. Aber das Problem bei der Frage vom Anfang an liegt darin, dass Basis ist nur Basis, wenn es für irgendetwas Basis ist. Und wenn man dieses irgendetwas nicht kennt, dann kann man gar keine Basis machen. Deswegen, je weiter man kommt, je mehr kann man Basis ins Detail machen. Je mehr kann man in kleinen Details reingehen und aufbauen. Und dementsprechend wird es viel nuancierter und für die Ziele, die man hat, eine viel bessere Basis. Deswegen muss man erstmal damit sich zufrieden geben, dass man alles falsch machen wird, dass man es unterwegs öfter korrigiert und je weiter man kommt, dass man die Anfänge dann mit der Zeit besser machen kann. Was sind die Kriterien, die einen guten Reitlehrer ausmachen? Ich würde eher die Frage umdrehen und sagen, wir erkennen oft ein Problem im Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer. Oft steht ein Lehrer, unterrichtet, es kommt jemanden hinzu und der Lehrer fängt an, seinen Schüler zu beschimpfen. In Wirklichkeit schämt sich der Lehrer darüber, dass der Schüler nicht besser ist. Wiederum könnten wir die Frage zurückschmeißen und sagen, das, worüber er sich schämt, ist seine eigene pädagogische Unzulänglichkeiten. In dem Moment, wo der Schüler was zeigt, zeigt der Schüler ja das, was der Lehrer ihm beigebracht hat. Und deswegen nützt es nichts, auf den Schüler zu schimpfen, weil der Schüler ja das kann, was er gelernt hat, von dem Lehrer. Deswegen muss Lehrer und Schüler müssen lernen, erstens muss der Lehrer lernen, dass sein Schüler ist sein pädagogisches Produkt und nicht den Schüler zu beschimpfen, dass er ihn nicht weiter ausbilden konnte. Und der Schüler muss lernen, sich von der Idee des Lehrers zu öffnen. Man kann niemandem was beibringen, der nicht bereit ist zu lernen. Und da muss manchmal auch der Lehrer Geduld haben, dass dieser Punkt kommt, wo der Schüler sich öffnet und lernfähig wird. Wie finde ich einen guten Reitlehrer? Das ist erstmal sehr viel schwieriger. Erstens muss man herausfinden, was möchte ich überhaupt lernen? Will ich ein Westernreiter werden? Wenn Westernreiten, welche Disziplin? Reining, Cutting, Working Cowhorse, Barrel Race, Pleasure oder wie auch immer. Was soll das für eine Disziplin sein? Habe ich mich jetzt entschieden, ich möchte was Bestimmtes aus meinem reiterlichen Leben machen, dann erst kann ich die entsprechende Lehre
suchen. Und da sehen wir eher die Menschen irren von Herodes bis Pilatus oder sonst wohin und kommen nirgendwo hin. Dass die auf der Stelle im Kreis und im Zickzack sich bewegen. Man nennt es unter den Ausbildern nennt man es Trainer-Hopping und es bringt nichts. Weil in Wirklichkeit ist das der Problem, dass man gar nicht weiß, was man will. Man muss also erst untersuchen, was möchte ich mit meinem Reiterlehrer machen. Und dann muss man die Ausbilder finden, die einen in diese Richtung fördern kann. Die Suche nach diesem Reitlehrer, ja, das kann dann erst richtig gestaltet werden, wenn man weiß, welche Sort von Reitlehrer man sucht. Dann hat man auch das Problem, es ist nicht ausreichend, dass der Lehrer fachlich gut ist. Der Chemie zwischen Schüler und Lehrer muss vorhanden sein, es muss stimmen. Sonst kann man von diesem Lehrer nichts annehmen. Und andersrum, der Lehrer kann sich nicht vermitteln. Dementsprechend kommen noch mehr Kriterien zusammen, als wissen, was man will und den Lehrer zu finden, der es technisch umsetzen kann und pädagogisch rüberbringen kann. Du studierst schon sehr lange und intensiv die alten Reitmeister. Hat sich die Reiterei geändert oder haben die alten Lehren immer noch Bestand? Die Lehren zielen oft auf ein bestimmtes Schlussprodukt, das wir nicht mehr haben. Manche Lehrmeister wollen den guten Kavalleristen ausbilden, die Steigbügel an Steigbügel zur Attacke reiten. Andere wollen den Einzelkämpfer, wieder anderen nur einen Transport. Und dementsprechend müssen wir den Einzelnen untersuchen, was will diese Lehre überhaupt. Ich sehe heutzutage keine falsche Reitweisen, weil wir müssen ja damit nichts machen. Ich sehe aber, dass wir dem Pferd gegenüber nicht gerecht werden, physiologisch oder geistig dem Pferd gegenüber nicht gerecht werden. Danach messe ich eine Reitweise. Und natürlich ist es ein großer Unterschied, ob wir ein Pleasure Horse machen im Western-Sinne oder ein Springpferd. Oder ob wir ein Trabrennpferd, also das Trabrennpferd mit dem Sulky das Springen beizubringen, macht nicht viel Sinn. Und dementsprechend hat jeder Lehrmeister seine Ziele gehabt. Und die alten Meistern ist ja gerade eben mein Bereich. Für mich sind die alten Meister noch völlig gegenwärtig, für manche Reiter eben nicht. Will ich ein modernes Turnierpferd machen, Springen oder Dressur, ist es ziemlich begrenzt, was die alten Meister noch an Wert haben für diese Reitweisen. Für meine Reitweise haben die sehr viel Wert.